Jetzt kommen wir erstmal zum Rockstep vor, Rockstep zurück. Rockstep heißt, wir machen mit rechts einen kleinen Schritt nach vorne, belasten rechts, belasten dann wieder links. Das ist ein Rockstep. Dann kann man, wenn wir jetzt so schön auf links stehen, mit rechts auch einen Backrock machen. Das heißt, wir machen einen Schritt zurück, belasten rechts und dann wieder vorne links. Wenn die beiden Sachen zusammen gemacht werden, nennt sich das Rocking Chair. Ne? Rock, Step, Back, Rock. Rock, Step, Back, Rock. Rock, Step, Back, Rock. Rock, Step, Back, Rock. Den Rock gibt es auch über Kreuz. Also Cross Rock. Dabei wichtig ist, dass wir zwar mit dem Fuß kreuzen, aber mit dem Hauptteil des Körpers immer noch auf der Wand bleiben, auf der wir uns gerade befinden. Also jetzt quasi die 12 Uhr. Und dann machen wir einen Cross Rock. Man neigt schon mal dazu, sich ein bisschen mitzudrehen, aber immer so, wie es noch bequem ist im Körper, sag ich immer, ne? Also so ist noch okay, aber so ist quasi nicht mehr okay, weil dann ist es kein Crossrock mehr, sondern quasi ein Rockstep in die linke Ecke. Ja? Also Crossrock und mit links auch über rechts dann Crossrock. Oft hat man nach dem Crossrock ein Chassis, könnte man jetzt einbauen. Cross, Rock, Seit, Rang, Seit, Cross, Rock, Seit, Rang, Seit, jetzt wird die Cross, Rock, Chassis, Chassis rechts, Cross, Rock, Chassis links. Also wir können nach vorne, Rock, Step, wir können zurück, Back, Rock, wir können vorne und hinten Rocking Chair, Rock, Step, Back, Rock und wir können Cross Rock. Cross Rock, Chassis haben wir dazu gemacht. Cross Rock mit Chassis. Dann machen wir den Rock auch. Viel Spaß beim Üben.